Die Freimaurerei wird in diesem Jahr 300 Jahre alt. Die deutschen Jubiläumsfeierlichkeiten finden heute in Hamburg statt, dem Gründungsort der ersten Freimaurerloge Deutschlands. Die erste Loge ist 1717 in London gegründet worden. 20 Jahre später folgte Hamburg. Heute gibt es in der Hansestadt 40 Logen. Etwa 1400 Freimaurer sind dort organisiert. 400 von ihnen sind heute Abend zum Senatsempfang ins Rathaus gekommen. In seiner Festrede würdigte Bundestagspräsident Norbert Lammert den Freiheitsgedanken der Freimaurer, den sie bereits in einer Zeit vertreten hätten, in der in ganz Europa die Unfreiheit herrschte.